Servus Christi und herzlich willkommen zum Direwolf 20 Pack vom FDP mit mir, den Wolperdinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und du schaust, was ich so treibe und so. Und ich habe ein bisschen was gemacht, nicht viel zwischen dir und der letzten Folge noch. Ich habe hier meinen Eingang mal ein bisschen als Eingang gemacht und hier ein bisschen Zeug weg. Genau, und ja, die Schmelze ist noch am Schmelzen. So, jetzt habe ich da drei Ingots drin. Wollten Aluminium, ich wollte Aluminium Brass machen, ne? Ich wollte Brass machen. Und Brass machen wir, indem wir drei Aluminium und ein Kupfer zusammentun. Das habe ich da 8 drinnen. Das ist natürlich obergeschmeidig. 8 und ich brauche ja theoretisch noch 1. Ist eigentlich egal. Jetzt tun wir hier die 4 rein, da tun wir Nummer 1 rein, das sind dann 2, dann kommen hier 2 Ingots raus, das ist mir zu wenig, kommen hier so beide rein, okay. Und dann noch ein paar Kleinigkeiten, die das Leben einfacher machen. Ich brauche hier noch eine Druckplatte, weil das nervt. Habe ich denn noch irgendwo Holz? Da habe ich Holz. Und dann brauche ich noch eine Kiste, wo ich meine fertigen Materialien rein tue. Druckplatte. Plate. Pressure Plate. Ach, so geht die. Alles klar. Dann machen wir es halt so. So, Druckplatte. Wir können rauslaufen. Die Tür schließt hinter uns wieder. Sehr gut, weil ich lasse die auch gerne mal offen und dann haben wir hier plötzlich Monster rumlaufen und so. So, was haben wir hier noch? Molten Aluminium Brass. Genau, und dann machen wir uns nämlich jetzt eine kleine Form. Und zwar, die kann ich ja gar nicht machen. Du bist... Nee, und du bist das Sharpening-Kit, das will ich jetzt auch nicht. Und was bist du? Dann brauche ich jetzt ein Stein oder ein Ingot. Soll ich jetzt ein Ingot verschwenden für? Ah, komm, wir haben so viel Eisen. Machen wir es halt. Es ist ja für einen guten Zweck. So, ist es auch ganz unten? Ja, es ist ganz unten. Was, wie viel ist da drin? Ein Block, ein Ingot, ja, das reicht der Dicke. Oh mein Gott, habe ich dann einen Haufen Zeug gemacht. So, jetzt dummerweise wird nämlich das Eisen verschwinden. Genau, aber ich habe hier eine Form, mit der ich jetzt Ingots gießen kann. Was auch ganz praktisch ist, wenn man keinen ganzen Block mehr voll kriegt, weil wenn ich einen Block nicht voll kriege und lasse hier rein, ja, dann ist das Ding hier da drin und ich krieg's nicht mehr raus. Und das ist natürlich auch doof. Und das wollen wir ja auch nicht. So, jetzt will ich erst die drei Eisen noch schnell rausholen. Und da muss ich meine Spitzaxt ein bisschen besser machen. Weil ich war da unten. So, machen wir da schnell noch Nuggets draus. Schau mal, wie viel Zeug ich davon habe. Und eine Kiste. Ich brauche noch eine Kiste, habe ich gesagt, wo ich mein ganzes Zeug reintun. Da möchte ich eigentlich gleich eine Iron Chest draus machen. Deswegen auch das ganze viele Eisen. Eine Iron Chest vom Iron Chest Mod. Die stellen wir jetzt dahin. Und da möchte ich nämlich so die fertigen Materialien reintun, die man so zum Craften braucht. Was natürlich geschickter ist, wäre ich jetzt hier so drüben gehabt. Egal. Ich habe hier runter wert Stufen gebaut, damit ich da schneller runter kann. Ich glaube, ich muss hier... Ja, weil mir das Gehüpfe so blöd geworden ist und warum ich jetzt eine bessere Spitzhacke brauche als die hier, werdet ihr gleich sehen. Ist ein weiter Weg nach unten. Ein ziemlich weiter Weg nach unten. Ich habe nämlich da unten was Schönes gefunden eigentlich. Habe ich da was sehr Schönes gefunden? Gold, Silber, Redstone. Und ihr seht jeweils Harvest Level Diamond. Und dann kann meine Spitzhacke nicht. Na, meine Spitzhacke kann es nicht. Also laufe ich da wieder rauf und ich mache jetzt Bronze. Da war eine Fledermaus. Ach, und ich habe hier noch was Schönes gefunden. Wo ist denn das hier? Nee. Da unten. Ah, da komme ich aber dann immer rauf und ich habe jetzt keine Stufen dabei. Okay, hier habe ich eine Mine gefunden. Den müssen wir dann auch mal irgendwann erkunden. Ich habe da nur ein, zwei Fackeln reingestellt und bin wieder gegangen.
Weil mir der Mr. Zombie da nicht gefallen hat. Nicht der Zombie, sondern Mr. Zombie, also der normale Zombie hier vom Spiel. Ja. So, ich brauche Bronze, weil ich möchte mir eine Bronzen-Spitzachse machen. Spitzachse. Die hier. Weil die sollte Mining Level Diamond haben, genau. Also brauche ich Bronze-Ingot. Also ich brauche Bronze und Bronze mache ich mir, indem ich hier 3 Kupfer und 1 Zinn zusammenmansche. Und ich habe es da drüben in der Schmelze schon einen blöden Mischmasch drinnen. Ich habe hier 3 Kupfer und 1 Zinn brauche ich. Jetzt wenn ich da noch mehr Kupfer. Ach komm, machen wir den Rest Aluminiumbrass und was dann Kupfer. Was dann übrig bleibt, wird Dings. Ich habe irgendwo. Ich muss mich mal Saustall erstmal auskennen. Dann nehmen wir hier nochmal 3 Kupfer. 7 und 2 von denen. Das sollte dann eigentlich funktionieren. Ah, so eine Automatiktür ist auch was Feines, ne? Okay, dann schmeiße ich das jetzt hier mal in die Schmelze rein. Und baue derweil. Ne, kann ich noch nicht. Genau, also ich baue mir jetzt eine Kupferspitzaxt. Ach, da brauche ich dann noch ein paar andere Sachen. Ich brauche noch Clay und es wird schon wieder dunkel. Mann. Ich habe kein Lehm mehr, ne? Habe ich hier noch irgendwo Lehm? Nein. Also ich gehe noch ein paar Ressourcen sammeln und so. Und dann, ja, wenn ich alles beieinander habe, dann schalte ich hier wieder zu. Bis gleich dann. So, jetzt habe ich ein bisschen Lehm beieinander und den schmeiße ich jetzt auch da rein. Das hat nämlich einen riesen Vorteil. Wie viel nehmen wir denn mal? 9 Stück. Man kann so Lehmförmchen für Tinkers Construct bauen. Die sind halt nur für einmaligen Gebrauch. Aber ich brauche das auch nur einmal. Ich muss nämlich jetzt einen... Ach, das hätte ich gar nicht gebraucht. Ist egal. Jetzt habe ich es gemacht und es ist auch schon da. Ich bin schon wieder total... durch den Wind gerade. Ich brauche sowas. Und zwar nicht aus Holz, sondern aus Stein. Oder kann ich das auch aus Lehm machen? Nö, kann ich nicht. Brauche ich noch Stein. Schlecht vorbereitet wie immer. Na, so kennt man es. Jawohl. Gib mir mal hier Cobblestone, ganzen Haufen. So, weil dann basteln wir uns ein Förmchen. Jetzt will ich hier reinsetzen. So, es ist Aluminiumbrass ist unten. Gut. So. Dann habe ich hier nämlich jetzt eine Form, mit der ich immer, wenn ich will, mir neue Spitzhackenköpfe basteln kann. Und jetzt habe ich hier einen bronzenen. Sehr schön. Mit dem Bronzenen kann ich nämlich hergehen und kann den Spitzhackenkopf hier austauschen gegen Bronze. Das Coole ist, du kannst hier mal alles austauschen, was du willst. Und das habe ich hier dann Dance. Das kommt vom Bronze, soweit ich weiß. Genau, das heißt, es hält länger, wenn es weniger Haltbarkeit hat. Das ist cool. Das Richten ist hier auch eine coole Geschichte. Das ist der Holzgriff. Den lassen wir auch drin. Ja, und das Jeep, das müssen wir irgendwann noch austauschen, den Steindingens. Und jetzt kann ich nämlich da unten das Zeug abbauen, hoffe ich. Jetzt habe ich hier nämlich eine Holzspitzhacke, eine Dingenskirchen. Und dann können wir gleich noch ein paar andere coole Sachen bauen. Jetzt schauen wir mal schnell, ob das funktioniert. Und ich glaube, ich muss hier die Steine noch ein bisschen weiter ausklopfen, weil das ist ja, Ja, es geht ziemlich weit runter hier, ne? Wir sind jetzt dann da unten auf Level, wo waren wir da? 10? Oh, auf 8 sogar, okay. So, jetzt ist er grün, jetzt kann ich ihn abbauen, schau. Sehr schön. Also, ich werde hier noch ein bisschen Ressourcen sammeln. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir wieder ein paar interessante Sachen bauen. Na, bis gleich dann. Nur ganz kurz, schau mal, was ich hier Schönes gefunden habe. Diamanten, yay! Die ersten Diamanten... Und noch viel mehr Redstone. Also ich bin noch weiter am Meinen. Ich wollte euch nur zeigen, ich habe Diamanten gefunden. Nicht, dass ihr euch später wundert, wo die plötzlich alle herkommen. Und Uranium, auch nicht schlecht. Alles klar. Ach ja, und die lustigen Zahlen hier sind von einem Mod, der heißt Light Level. Und überall, wo grün ist, können keine Viecher spawnen. Und wenn ich jetzt hier mal kurz die Fackel wegmache, flump, dann wird es rot. Und wo es rot ist, können Viecher spawnen.
Aber ich gucke mal, ob ich da noch einen anderen Mod finde, der mir da besser taugt, aber der ist immer noch besser als gar nichts. Den brauche ich beim Meinen, damit ich eben weiß, wann ich wieder eine Fackel setzen muss und mir nicht plötzlich irgendwann auf blöd ein Zombie ins Gesicht springt. Also ich bin hier weiter am Ressourcen sammeln und wir sehen uns dann wieder oben, wenn ich soweit fertig bin, dass wir wieder schöne, tolle Sachen bauen können. Weil Ressourcen sammeln ist ja dann doch ziemlich langweilig auf Dauer, ne, zuzugucken. Also bis gleich dann. So, ein bisschen Mining später und ja, wir haben einen ganzen Haufen Zeug gefunden. Hier ewig viel Redstone ist da unten gewesen, noch ein paar Diamanten dazu. Und ja, ist schon nicht schlecht, was wir hier beieinander haben. Ich dachte, ich hätte auch Gold gefunden irgendwo. Habe ich kein Gold? Habe ich das wieder hingeschmissen? Egal. Darum geht es erst einmal gar nicht. Es geht darum, das ganze Zeug möchte in irgendeiner Form geschmolzen werden. Tja. Und ja, ich habe jetzt also keine gesteigerte Lust, dass ich das alles mit der Hand mache, muss ich es ganz ehrlich sagen. Also werden wir ein bisschen automatisieren. Das heißt, ich brauche eine Glock, also eine Redstone Glock. Da brauchen wir 4 Stein oder... Oh, Diorit geht direkt. Ich habe doch Diorit, dachte ich, hätte ich gedacht, habe ich hier oben. Diorit, 1, 2, 3, 4... Und dann 5 Redstone, 1, 2, 3, 4, 5, weil einen für die Fackel und 4 so. Sticks, einen noch, wow, immerhin einen. Eine Redstone-Fackel basteln, der war in der Mitte und dann war das Ding, glaube ich, so. Jawohl, eine Redstone-Glock. Für was wir die brauchen, zeige ich gleich. Ich brauche noch einen Hebel. Das heißt, wir brauchen noch mal ein paar Sticks und Steine haben wir eh noch im Inventar. Das passt. Warum trage ich eigentlich die Schere mit mir rum? Ja, wenn ich lauter so einen Quatsch mit mir rumtrage, wollen wir nicht wundern, wenn ich beim Meinen plötzlich nichts mehr reinkriege. So, also ein komm. Geh mal weg da. Was mache ich? Ich bin verwirrt. Man kennt mich. So rum. Hebelchen. Okay, dann brauche ich einen Hopper, einen Trichter, 1, 2, 3, 4, 5 Eisen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Noch ein paar Bretterchen für eine Kiste. Kiste und dann, na? So, jawohl, ein Hopper. Und dann brauche ich noch eine Kiste. Und eigentlich könnte ich noch einen Hopper brauchen. Eigentlich könnte ich noch einen Hopper. Oh ja, genau, ich mache noch einen Hopper. 1, 2, 3, 4, 5. Bis darüber. Noch ein Kistchen. Genau, und für was brauche ich das ganze Klump, fragt ihr euch? Das sehen wir jetzt gleich. So, 2 Hopper. Wie schaut's aus? Es ist noch hell. Jetzt habe ich den Controller natürlich hier an einer blöden Stelle. Nö, eigentlich nicht unbedingt. Zup. Doch, ist eine ganz blöde Stelle. Jetzt komme ich nicht an meinen Controller nimmer ran. Das ist doof. Ich glaube, ich muss meine Schmelze umbauen. Dazu muss ich aber erstmal was anders machen. Also der erste Teil. Dann machen wir halt erstmal den ersten Teil des Automatisierens. So, ich brauche hier mal kurz Platz, wo ich mich bewegen kann da unten drin. So, hier stellen wir die Kiste hin. Da kommt der Hopper hin. So, der ist jetzt nicht an der Kiste angeschlossen. Warum nicht? Ach komm, blöder Hopper, nerv mich nicht. Oh Mann, dauert das alles lang hier. Also nochmal weg. So, dann Hopper. Nee, der schließt sich so nicht an. Wie muss ich denn das jetzt wieder machen? Auf die Kiste und Shift. Jawohl, so war das genau. Auf die Kiste und Shift und es ist dunkel geworden. Jetzt aber mal ganz schnell hinlegen und schlafen. Und ich muss die blöden Zahlen hier wieder ausschalten nach dem Schlafen. So, F4 und weg. Dann stellen wir hier den Tisch wieder drauf. Tun hier das Ding hin, das haben wir da, was haben wir jetzt da drin? Molten Bronze. Aha.
Ach, in den Clay auch noch. Daifi, Daifi. Das ist jetzt ungeschickt. Jetzt muss ich erstmal den Clay hier rauslassen. Aber ich könnte eigentlich noch so eine Faucet bauen und noch so ein Becken. Ja, mal schauen. Ja, das machen wir erstmal hier wieder. Dass mir da keiner reinfällt, aus Versehen. So, jetzt fragt ihr euch immer noch, was der ganze Quatsch soll, den ich hier gemacht habe. Ja, ich bin jetzt schon mal wieder etwas. Das ist gerade alles ein bisschen schwierig. Ich lasse jetzt den einen Clay noch raus. Was haben wir dann noch drin? Bronze, Aluminium, Brass, Kupfer. Die Nuggets bleiben mir übrig. Das ist schade. Ich muss das Zeug erstmal kurz hier alles rausholen. Also holen wir mal kurz das Bronze hier raus. Und was haben wir dann noch drinnen? Wenn der Block weg ist. Fünf Ingots ist okay, das ist auch ein komplettes Ingot. Molten Aluminium Brass ist 8 Ingots und 6 Nuggets. Schade. Okay, das heißt, wir lassen es mal hier raus. Ich muss kurz die Schmelze leer machen. Ja. Und zwar muss ich aufpassen, was ich mache. Nee, eigentlich gar nicht. Kann ich jetzt schon automatisieren. Genau. Die Automatisierung ist nämlich, wenn das Ding hier, dieser Auslauf, diese Faucet, ein Redstone-Signal kriegt, dann pulst die. Das ist wie wenn ich hier so drauf lang. Und dann kann ich nämlich hier eine Redstone-Glock drüber machen. Es pulst die nämlich immer und leert mir jetzt hier die Schmelze aus. Hat den Vorteil, oder das hat manchmal natürlich auch einen Nachteil, ich möchte ja nicht immer, dass die das macht. Also kommt hier noch ein Lever drauf, ein Hebelchen, und wenn ich den Hebel anschalte, dann tut die Redstone-Glock nichts mehr. Wenn ich den ausschalte, dann tut sie wieder. Das heißt, ich leere erstmal die komplette Schmelze und dann baue ich den Controller an eine andere Stelle. Ich brauche den Controller an der Stelle, wo ich von beiden Seiten rankomme, damit ich da reinhoppern kann. Und warum ich das will, das seht ihr dann gleich. Ja, und jetzt habe ich hier so ein Ding wie, da ist nicht genug drin leider, also muss ich es kurz abbauen. Das heißt, ich verschwende etwas Aluminiumbrass, was schade ist, aber hilft nichts. Da müssen wir durch und das andere ist da verschwunden. Ja genau, und das verschwindet nämlich dann alles hier schön da drin, in der Kiste. Das heißt, ich kann hier das alles reinstopfen. Und wie gesagt, ich mache jetzt mal schnell die Schmelze da, dann baue ich kurz um und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dala, die Schmiede habe ich jetzt umgebaut. Also ich habe den Controller jetzt hier, damit ich hier mit dem Hopper rein kann. Das heißt, alles was ich hier reinschmeiße, kommt in den Controller, ist dann in der Schmiede, weil da passt ja doch nur ein paar Sachen rein. Und ich habe hier die zwei Teile noch umgebaut, weil ich kann hier dann später noch eine Faucet hinhängen und noch so ein Ding. So ein Bazaar, und dann kann ich nämlich hergehen und sagen, ich kann von beiden Seiten hier zwei Bazaars füllen. Das heißt, du kannst nämlich wunderbar bei den Dingern auch von zwei Seiten das Ding bedienen. Genau. Aber bevor ich jetzt hier alles reinschmeiße und nicht mehr weiß, was ich tun will, würde ich gerne, noch eins schmeiße ich jetzt aber rein, nämlich einen von den Clays, weil ich würde mir gerne ein Schwert bauen. Und eigentlich noch was für die Spitzhacke, genau. Also, wie gesagt, das kann es das in den Hopper reinschmeißen, zup, und dann wird es automatisch hier reingeschmissen und der schmilzt es dann alten Kant wie Molten. Ach, verdammt, okay. Müssen wir normalen Clay reintun? Ach ja, dumm gelaufen. Machen wir auf hier. Wir haben so viel Clay, ich habe da unten auch noch Clay gefunden. Wie viel brauche ich? Ne? Nehmen wir mal 6 und den Rest können wir wegschmeißen. Oder Ziegel draus brennen. Wie auch immer. Rein mit dir. Du bist an, das heißt, du läufst nicht. Sehr gut. So, wir bauen uns jetzt mal hier ein. Nochmal so ein Binding. Weil ich will es kein auf meiner Spitzhacke hier kein Steinbinding haben, sondern Eisenbinding, weil ich habe es mal im Materials in Luke gelesen, es kommt ja mit dem Mod hier mit. Bei den Materialien, da steht nämlich ganz was Feines drin, wenn wir hier bei Eisen schauen, das hat Magnetik. Das heißt, es zieht das Zeug ein bisschen an und ich glaube, das als Binding ist das richtig coole Geschichte, wenn wir das machen. Und dann würde ich mir auch noch gerne einen
einen besseren Tisch hier bauen. Das machen wir noch, während das Ding da hinten schmilzt. Ich habe ja auch noch so Steine. Weil ich möchte einen Mining-Hammer haben. So einen richtig fetten Mining-Hammer. Dazu brauche ich aber 1, 2, 3, 4 Eisenblöcke, glaube ich. Schauen wir mal, ob ich das Rezept noch aus dem Kopf rauskriege. Quatsch. Was mache ich denn? Blöcke brauche ich. 1, 2, 3, 4. Wow, dann ist das ganze Eisen schon wieder fast dahin. Ich muss das so machen. Jetzt nehme ich es mit raus, weil den Rest habe ich eh draußen, den ich brauche. Mein Gott. Okay. Ups. Ich brauche nämlich den hier noch. Vielen Dank. Dann können wir nämlich wesentlich bessere Tools bauen, als was wir jetzt haben. Halt. Du gehörst dahin. Jetzt haben wir nämlich die Tool Forge. Damit kann man alles machen, was die Toolstation vorher auch konnte, plus ein paar Sachen mehr, wie zum Beispiel diesen coolen Hammer. Oder so eine, was auch richtig cool ist, das glaube ich, das Mettok konnte man vorher schon. Aber hier die Lumber Axe. Weil jetzt können wir hier Sachen machen, wo ja, halt vier Teile reinpassen. Was wir vorher nicht konnten. Ne? Und das gescheite Schwert muss ich mir irgendwann auch noch bauen. Aber das als erstes soll ich. Hab ich schon. Gut. Dann komm du mal raus hier. Du rein. Wir haben ein Clay drin. Dann lassen wir das mal kurz raus. Dann schmeißen wir hier mal unser Eisen rein. Schmelz mal das Eisen durch. So, und dieses Clay-Dingens, das ich jetzt gemacht habe, das Casting-Teil, das reicht genau für einmal. Was habe ich jetzt da noch drin? Einen Block. Jetzt brennen wir mal das Eisen hier. Mein Gott, das dauert wieder alles. So, Lava haben wir auch noch genug. Ja, da passt schon viel drin. Da sind 4000 drin, da sind 14.000 drin. Das reicht noch eine Zeit. Und wenn dann, wir haben ja da hinten unsere coole Lavaquelle hier hinten, ne? Genau. So, als wenn das Eisen endlich mal fertig werden würde, könnte ich hier das Binding austauschen. Das heißt, das Jeep ist weg und Magnetikel müsste dort sein, wenn alles gut läuft. Es läuft nichts gut hier, hallo. Mach mal. Komm, Eisen. Vielen Dank. So, das Eisen nach unten setzen. Das Ding mal rauslassen hier. Schmelzen, das verschwindet dann hier gleich im Eimer. Alles weg. Oh mein Gott, es ist weg. Nein, da ist es. So, Eisen ist immer noch unten. Jawohl, dann produzier du mal Eisen, während wir hier unsere Spitzhacke das Ding austauschen. So, siehst, das hat die dann, jetzt hat sie Ecological Dance und Jeep drin und jetzt kriegt sie Magnetik dazu. Und das Magnetik macht ja nichts anderes als, wenn ich jetzt mal die zwei Teile hier so ein bisschen wegwerf, dass wenn ich jetzt da in die Nähe komme, schauen wir mal, wie viele Blocks der die eigentlich anziehen sollte. Hallo? Nicht? Na, werden wir ausprobieren. Eigentlich sollte es gehen. Aber vielleicht geht es nur mit, nicht mit Dirt. Vielleicht muss man das mit Ohrs machen. So. Schauen wir mal. Ich habe das noch nie ausprobiert. Das war so die Theorie. Vielleicht geht es aber auch nur, wenn man irgendwas damit kaputt haut. Naja, werden wir sehen. Ich werde wieder Mining gehen, dann sehen wir das schon, was da passiert. So, was will ich denn eigentlich noch machen? Jetzt, wo ich den habe, könnte ich mir hier die Plates noch schnell bauen. Die hier brauche ich einmal. Dann bauen wir das hier nämlich mal hier in die Chest rein. Danke. Eine so eine Blade. So, du gib mal Ruhe hier. Gib mir mal den Clay hier. Einmal. Ah, ich brauche noch eine. Weil das verschwindet ja jetzt dann gleich wieder. So. Dann bereiten wir hier nämlich dir schon mal alles so vor ein bisschen. So, jetzt habe ich hier eine. Dann bauen wir das Clay nach unten. Ja.
Ups, noch eine. Und dann bauen wir uns nämlich diesen coolen Hammer. Aber den Hammerkopf, den machen wir wieder. Wo ist denn der jetzt? Hammer, 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 Hammer. Da ist der Hammerkopf. So, hier rein, den machen wir natürlich dann aus einem Material, was länger anhaltend ist. So, Hammer dich. Weil ich möchte mehr Hammerköpfe bauen. Das heißt, ich brauche jetzt hier wieder von meinen... Da brauche ich aber, glaube ich, nur eins davon. Also rein damit. So, ja, ich bereite es jetzt auch nochmal alles schnell vor. Und dann baue ich hier, schmelzt das Ganze. Ihr wisst ja, wie das geht. Genau, und dann sehen wir uns doch schnell wieder oder gleich wieder, wenn ich dann soweit bin, den Hammer zu bauen. Und dann bauen wir mal vielleicht auch noch ein Schwert, mal gucken. Also, bis gleich dann. So, dala. Jetzt habe ich wieder alles beieinander. Die Schmelze läuft es und holt das restliche Eisen hier für mich alleine raus. Das brauchen wir nicht. Und ich baue mir jetzt den coolen Hammer. Ich habe mich entschieden wieder für einen Wooden Tool Rod, weil der ist so self-repairing ist. Ich hätte den dicken gebraucht. Ich Hirsch. Ah, okay. Siehst mal. Ich brauche hier den dicken Tough Rudern. Tja, kann passieren. Und du ab in die Kiste. Komm. Ab in die Kiste. Dann nehmen wir halt hier einen Tough. Mein Gott. Den anderen können wir auch noch brauchen, so ist es ja nicht. So, ich brauche den Hammer bitte. Dann ein Bronze-Head, weil wir damit halt so richtig schön bis Diamond-Level schon mal minen können. Und dann zwei Iron-Large-Dinger, weil die machen die Mining-Speed schneller. Das heißt, das Ding sollte eigentlich richtig, richtig gut sein. Wir könnten es übrigens auch alle unsere Geräte hier benamsen. Das nennen wir jetzt einfach mal, keine Ahnung, ich benamse es gar nicht. So. Warum auch immer ich jetzt Achievement gekriegt habe, to strike, ist wurscht. Ich zeige euch jetzt, was der Hammer cooles kann. Das ist nämlich richtig, richtig cool. Da laufe ich erstmal wieder da runter. In meine coole Mining Area. Eieiei. Ein langer Weg, aber ich bin froh, dass ich die Stufen gemacht habe, weil dieses ewige immer wieder raufgehüpfe. Das ging mir so auf den Sack. Und so brauche ich einfach nur rauflaufen, das ist schon richtig gut. Also das ist so meine Mining-Strategie normalerweise. Ich gehe irgendwo ganz weit hinter, lasse zwei Blöcke frei und gehe wieder auf der anderen Seite ganz weit hinter. Das habe ich hier übrigens auch gemacht, genau. Und dann... Jetzt checken wir mal den Hammer aus, ne? Ihr wollt eh wieder dahinter gehen, weil das ist noch ein bisschen Zeug, was ich vorher nicht mehr aufsammeln konnte. So, und der Hammer macht nämlich eins. Wo mache ich denn das jetzt mal, dass ich das auch richtig schön zeigen kann? Da vorne, wo wir Platz haben. Ne, da haben wir nirgendwo Steine. Genau, also hier. Doch da hinten. Müssen wir schnell hier ein bisschen uns hier reingraben, damit wir da Platz haben, damit wir das auch sehen, was der Hammer wirklich treibt. Schau mal, Redstone, oh, Massen. Wie geil. Ah ja, und das zieht's doch hier jetzt. Schau, siehst. Ich wollte den Hammer zeigen, ne? Ja, ja, genau. Also mit der Axt, mit der Spitzhacke, ne? Habt ihr gesehen, immer nur eins auf einmal. Mit dem Hammer guckst du 3 auf 3. Womp. Na, da kann man ins Mining gehen. Da gehen wir nämlich in einen 3 auf 3 Gang durch, was die Sache ja schon viel, viel cooler macht, finde ich. Schau mal hier Licht. Also das macht der Hammer, ne? Damit ist meinen natürlich schon mal um Welten besser. Und das hier für ein Zeug Granit, sauber. Na, und genauso auch hier, ich kann es da, stelle mich jetzt da in die Ecke und mache 3x3 nach unten. Siehst? Cool, oder? Und hier gleich nochmal. Wump. Oh, und wir sind am Ende der Welt angekommen. Oh, das ist so cool. Dunkel ist es auch. Na, da macht es meinen Spaß, oder? Also ich finde, das ist so ein cooles Teil. Den braucht man einfach. Auf Dauer ist das einfach das Richtige, um hier sauber schnell seine Ressourcen abgraben zu können. Und siehst, das ist einfach toll. Und er macht immer 3 auf 3 von dem Ding, wo du gerade bist. Also hier kann man... Oh, wow.
richtig cool reinkrabben. Und du hier bist Obsidian. Oh, Draconium-Ohr. Oh, 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 oh. Nicht schlecht, was man hier für Sachen findet. Und ihr baut natürlich auch nur Sachen ab, die für eine Spitzaxt sind. Also ihr seht, ihr lasst dann so Dinge stehen in der Ecke. Ne? Also wie hier den Clay zum Beispiel. Und das übrigens Clay so unten spawnt, das liegt an Quark. Ein Mod von Watzki, die auch, die oder der, auch Dings gebaut hat. Botania. Und es ist so ein Mod, so nach dem Motto, alles was er oder sie in Minecraft noch erwartet hätte, aber Mojang nicht reingebaut hat. So nach oben graben ist auch ganz cool, vor allem wenn dann Lava raushüpft. Ja, ich weiß, macht man nicht normal. Aber ich finde den Hammer gerade so cool und ich will euch den einfach mal zeigen und daneben hier ein bisschen labern. Also das Ding ist einfach lässig, ne? Das ist so spaßig mit dem hier zu meinen, weil es halt einfach... Kriegst halt einfach mal ganzen Haufen Zeug zusammen. Das ist halt was anderes als nur so Einzeldinger, ne? Mit dem Hammer. Und hier Wutz und rein und Bank. Na? So macht es Spaß. Und dann kommt man halt auch richtig schön weit. Und findet hier halt ganz toll die Sachen und kann hier meinen. Wie ein Wahnsinniger. Und du bist halt dann echt schwer unterwegs. Und weil dem so ist. Ups, falsche Taste. Ich wollte auf F4 drücken. Da macht sich eine Fackel gut, glaube ich. Genau, und es ist halt so hier, so meinen wir ab sofort. Und das heißt, wir holen also ein ganzes Eck mehr Ressourcen aus dem Untergrund, mit denen wir dann richtig schön arbeiten können. Ich habe doch gewusst, dass ich Gold gefunden gehabt habe. Tja. Wow. Ich habe es nur vergessen abzubauen. Hm, sowas. Ich habe mich vorher schon gewundert. Ich habe gemeint, ich hätte Gold, aber dann war es nicht da. Ja, wundert mich nicht. Sehr schön, das heißt in der nächsten Folge werden wir da mal richtig, richtig coole Sachen noch bauen und mal so richtig cool voll in die Automatisierung einsteigen. Nicht so diese Billig-Automatisierung, die wir jetzt auf der Schmelze haben, wobei die ja auch schon cool ist, also da kann man nichts dagegen sagen. Ich finde das ja, jede Art der Automatisierung hat seine Vorteile, finde ich. Aber wir wollen natürlich irgendwann so das ganze Zeug hier aus dem Untergrund natürlich auch komplett automatisiert rausholen. Dass wir uns um die interessanten Dinge kümmern können. Genau. Und nicht hier immer blöd rum meinen müssen, sondern das wird irgendwann früher oder später passieren, dass das alles automatisch läuft. Aber das dauert noch ein bisschen. Und bis dahin meinen wir natürlich auch noch fröhlich vor uns hin. Und jetzt würde ich noch gerne wissen, für was man Peridot braucht. Was kann ich damit machen? Oh, schön. Was Nettes basteln, sonst nichts mehr. Und was bist du hier? Biome Finder, Enderporter, auch keine Ahnung, was das alles ist. Na okay, alles klar. Das Einzige, was ich noch nicht gefunden habe, was mich richtig ärgert, ist Zertusquarz. Halt die Steine nicht da rein. Zertusquarz ist ein Gestein von... fällt es mir jetzt ein von Applied Energistic. Und das hätte ich gern gehabt, um mir diesen Grinder zu bauen. Den hier. Weil damit kann man nämlich auch Sachen doppeln, beziehungsweise man kann hier zum Beispiel Flour machen. Flour ist Mehl und aus Mehl kann ich Brot machen. Und aus einem Getreide kriege ich, wenn ich das da reinstopfe, in dieses Segment 2 Mehl raus. Oder ich, wenn ich es in den... Wo kann ich es noch doppeln? Also ich möchte auf jeden Fall, dass ich da 2 Mehl rauskriege. Keine Ahnung. Und es geht halt echt nur hier in dem Grindstone oder in das Segment. Also müssen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall anfangen, schwer in die Automatisierung, also in die echte Automatisierung einzusteigen. Die dann nämlich heißt, wir brauchen dann Strom und so ein Zeug. Und das kommt eigentlich auch eher da raus. Und da rein. Genau. Jo, also ich werde es hier mal noch ein bisschen weiter meinen zwischen der und der nächsten Folge. Ich werde hier wie ein Wahnsinniger meine ganzen Sachen einschmelzen. Oh, schon wieder dunkel. Egal jetzt.
und dann hier meine Schmelze voll laufen lassen und hier das ganze Zeug sammeln, bis der Arzt kommt. Oh ja, schau her, das ist doch cool, so viel Eisen. Kupfer nehmen wir auch mal mit, das brauchen wir dann später alles zum Bauen. Jo, und bevor ich mich jetzt festlaber komplett, werde ich jetzt mal die Folge beenden. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen freuen, über ein Abo, über ein Teilen des Videos und Kommentare. Ich lese alle Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, sehe ich dich bei der nächsten Die of Wolf 20 Folge wieder oder bei einem meiner anderen Videos hier auf dem Kanal. Also, bis dahin, mach's gut, ciao, ciao und servus.